Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin hier wieder mit dem Beschwörer unterwegs und habe direkt mal 5 Magneten auf einmal gefunden. Dankeschön, Regnum. heute will ich hier noch das Level fertig machen, damit ich besser farmen kann bei den Goblins. Die werden dann grün, also leicht. Und geben dann auch mehr Items wahrscheinlich. Weil momentan ist es so, dass ich überhaupt nichts bekomme. Also, ja, ihr seht es. Alles nur Loot. Also nichts von Gegenständen, wie ich beim Barbar bekommen habe. Aber okay. Kann mal passieren. Also kann mal passieren. Das Dropglück ist nicht immer mit mir. Vielleicht auch mit euch nicht. Keine Ahnung. Es nervt sicher manchen Leuten immer wieder bei Regnum, dass man einfach nichts Gutes droppt. Aber hey, da muss man durch. Regnum ist halt kein Ego-Shooter. Regnum ist kein Diablo 3, wo man die ganze Zeit Loot bekommt und dann sich fragt, wieso man nicht schon bessere Sachen hat und so. Hier in Regnum, das ist qualvolles. So muss ich jetzt hier... Ah, die Taranteln töten. Ja, okay. Aber ich will noch kurz schauen, wo ich hin muss wegen der Quest. Aha, dann machen wir das zuerst kurz. Wegen der Reichsquest gibt am meisten Erfahrung noch. So. Wer will, soll kommen. Herb, das ist doch viel zu weit für mich. Das interessiert mich nicht gerade. In 5 Minuten bin ich noch nicht da. Ah, schön die Schneeberge. Und bei uns zu Hause ist es gerade extremst heiß. Also wirklich. Wir sind immer so. Schweizweit haben wir immer am heißesten. Das ist sogar im Tessin, also dort, wo es schon fast Mittelmeerklima ist, manchmal kälter. Das ist schon extrem, was wir für Temperaturen hier haben. Sweet Pearl und Anina. Aha. Die kleinen Häschen sind schon wach. An den, wenn ich die Häschen sehe, denke ich immer so an Easter Eggs oder so, einfach ein nettes, lustiges. Sie sind zwar nicht so als lustiges gedacht, sie sind eher so als, nur ja, extra Klasse gedacht. Und ja, ich will die Quest noch haben. Ne, kann ich nicht. Muss zuerst die Quest abgeben. Weil da muss ich so ein Ding töten, den kann ich wahrscheinlich jetzt schon töten. So, was ist das für eine Quest? Elite-Wächter trennen. Das könnten wir danach auch machen. Gut, dann haben wir keine Quests mehr hier. Das ist gut. Also hier muss ich jetzt diesen Großen töten. Es gibt noch recht viel Gold, habe ich gesehen. Kann man das nochmal schauen? Ich muss hier... 14.000 Gold. Genau, Gold gibt es viel. Ob es jetzt nicht eine Quest, die man machen muss. Und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir die Quest jetzt auch nicht erfüllen. Dann machen wir sie später oder suchen jemanden, der mir helfen kann. Jo. Also wir müssen jetzt hier nach oben. Der müsste hier oben sein, ja. Und greifen ihn einfach mal an. Ich weiß zwar, dass wir recht große Probleme haben werden, aber ein Versuch ist es ja mal wert. Es ist
Die haben 5 Dinge, die können eigentlich jetzt jeden holen. Cool. Ah, ich bemitleide die. Jetzt müssen wir ihn suchen. Der muss irgendwo hier sein. Ich weiß es nicht. Der muss hier irgendwo sein. Der muss hier irgendwo sein. Okay, weil er gerade nicht hier ist, können wir wechseln zum Barbaren. Aber da müssen wir auch weit reisen. Ja, okay. Wir wechseln. Und machen nochmals mit. Und tun dann einfach Kameramann spielen. Nein, nicht den. Den da. Ich bin nämlich im Anfängergebiet irgendwo. Ja, ganz oben. Weil ich mit dem jetzt gerade Magnus sammle. Hier habe ich schon irgendwas mit 427. So. Ich kann ihm mal Bescheid sagen. Komm in Fahr mit Beschi. So, dann können wir gleich wieder loslegen mit, naja, Fortschlachten ist es ja nicht. Wir brauchen, glaube ich, noch Epherias Kessel, genau. Und ja, wenn es noch dauert, aber einfach mal beginnen. Will einfach dabei sein. Da nehme ich nämlich noch eine extra Folge heute auf, weil es ist schon etwas, was man dabei sein sollte. Und im Let's Play ist es ja mal Pflicht. So, Dille. Also bei 500 Magneten machen wir mal die Quest mit dem Bahn. Da haben wir schon einen Bahn und eine Quest erledigt. Und beim Bahn werde ich mit ihm, mit dem Xerdox, bisschen leveln. Und ja, dann mal schauen. Auch farmen mit ein paar Bahn. Muss dann aber noch einen guten Farmgegner finden, der recht gut droppt. Garwissel. Dann mach du Garwissel. Nicht Reisekarwissel. Das wäre nicht so gut. Okay, du kannst mich mitnehmen mit deinem Reisekar, aber ob du den online bekommst, keine Ahnung. Mann, geht das lange. Wenn man immer irgendwo hin will und dann merkt, es geht einfach noch extrem lange, weil man einfach weit weg ist, dann fühlt man sich so ein bisschen hilflos. Ich mag mich nicht, wenn ich hilflos bin. Dann bin ich immer so eine Hexe. Nein, nicht Hexe, wie sagt man? Dann bin ich so ungeduldig und zappelig und nervös. Ah.
Ich kenne eine aus unserem Dorf, das ist eine Hexe. Die schaut mich immer blöd an, wenn ich trainiere. Die hat das noch nie gesehen oder irgendwie fühlt sie sich bedroht oder sie fühlt sich irgendwie ein bisschen, ja, dass sie so ein bisschen in der Rolle untergeht oder so, und dann muss ich natürlich auch immer auf sie aufmerksam machen und immer blöd herumfauchen und so weiter. So. Herr Brück, habe ich jetzt geschrieben. Herr Brücke. Und wir gehen also natürlich dorthin. Die Herbrücke ist die da. Oh, seht ihr so das Wort zurück, Robert? Ja, easy. Vor allem, ich heute eigentlich die ganze Zeit online sind, damit ich sehe, wann dann die Invasion ist. Und, ja, damit wir sie nicht verpassen, weil das wird einmalig sein, so eine Invasion. Ich hoffe, wir schaffen es einfach heute noch. Also, die ganze Zeit werde ich jetzt nicht online sein, aber so, dass ich sehe, dass ich mitbekomme. Ich habe nämlich noch so eine Map auf dem Chrome, Ding. Internet, also eine Internetseite, kann ich nachschauen. Und dort sehe ich dann, wenn die Invasion ist, natürlich. Das muss ich nicht mal online sein. Wo ist der? Er ist irgendwie nirgends zu sehen. Wahrscheinlich einfach, weil ich ihn momentan nicht gesehen habe. Nein, Ignis, wieso habt ihr das schon erobert? Und jetzt habt ihr nur den verloren, Herbert. Hi, du. Naja. Jetzt muss ich hier irgendwo rechts. Gehe ich hier den Stutz wieder nach oben. Und wieder runter. Und dann wieder nach oben. Ja, hier ist der Weg. Gut. Ich weiß nicht, wo diese sind. Also ob sie bleiben, um den Bonus zu nehmen. Dann kann ich eigentlich ein Relikt tragen. Weil ich ja so schwach bin, dass ich fast nicht überlebe. Hier sind orange Orks. Gehe ich hier hoch, wenn ich schon hier hoch kann. So, und die nichts schreiben. Und wo bist du jetzt? Manny, hast du gesagt, okay. Ja, da ist die Brücke. So, ich tue die Flügel jetzt wieder weg, damit man mich nicht so erkennt. So. Das ist so eine Überlebensweisheit. Sonst greifen dich natürlich an mit den coolsten Flügeln. So. Okay, Manny-Brücke bin ich. Ich gehe mal hier rüber hinter den Stein, denn sehen die anderen mich nicht. Bin dort links neben Stein. So. Also, dann schauen wir mal. Ja, jetzt sind sie wahrscheinlich hier irgendwo. Wir müssen ja das Wort auch noch einnehmen.
Ich weiß jetzt nicht genau, was. Ah, die Relikte sind ja ausgeschaltet, genau. Schade, sehr schade, dass die jetzt gerade raus sind. Hier nicht. Also alleine rüber will ich jetzt nicht. Also die Chance, dass sie mich abfangen, also ist zu groß. Ich denke, die Söten sind alle jetzt in Herb, weil sie natürlich das müssen verhindern. Okay, ist fast da. Ich gehe mal nach oben und aufs Reittier schon mal. Gut. Also. Fast da heißt wie viel? Sehe ich jetzt dich? Nö. Mann, oh, wir sind doch in einer Party. Wir sind noch nicht in Party. Slash Party. Sertox. Zy. Tix. So. Ja. Gut, dann gehen wir rüber. Okay, ist auch Level 37. Boah. So. Also. Ja, Alessios nervt uns wieder mal. Ich frage mich, wo die jetzt sind. Wenn man sie mal braucht, das sind sie nirgends. Wo seid ihr? Frag mich einfach, weil alleine könnten wir das Fort nicht einnehmen. So ein Mist. Die schreiben nicht. Keine Ahnung. Algoros Fort wird angegriffen. Oh je. Ah Mann, wir sind einfach viel zu viele Tabs. Muss ich immer rüberschießen. Rüberschieben. Ja, toll. Treffen wir uns, sind her. Oh Männer, so demotiviert, die ganze Zeit die IGN nur demotiviert. Wollen wirklich keine Schlachten an, also Ding, wenn man mal irgendwas fragt, dann haben sie blöde Antworten. Ja, ist klar, dass ihr nichts gewinnt, wenn ihr die ganze Zeit nur depressiv herum schreibt und so. Man muss halt irgendwas planen. Das geht halt nicht. Liebes IGN-Reich, aber ist klar, dass ihr die schlechtesten seid. Verteidigen kann man auch easy, aber
Wenn es dann mal zum Angriff kommt, dann versagen wir immer. Und das ist leider so. Oh je. Die Level 37er müssen natürlich wieder das meiste machen. Wir werden total versagen, wenn wir jetzt angreifen würden. Wenn ich Level 60 wäre und die Level 37, dann würde ich mitmachen, aber nein, die müssen ja nicht mitmachen, die Level 60er. Die müssen einfach so irgendwas Scheiße machen und sich langweilen. Ich würde einfach empfehlen, da er schon Level 60 ist, einfach mal einen neuen Charakter anfangen und dann wieder einer der Schlechten sein, damit er einfach wieder Motivation bekommt. Aber so ist so ist es einfach nur Kacke. Jetzt wäre das Herbrett vor gerade mal ein bisschen alleine. Könnten wir angreifen, aber nein. Die wollen nicht kommen. Ach, komm schon. Peinlich solche demotivierte Icken. So. Na toll. Die jagen lieber. Kann man Handelschat nicht ausmachen. Ich weiß nicht für was Ding sind. Tach. Der Eis kommt. Ich frage mich jetzt wirklich, was sie jetzt wollen. Ah. Jetzt haben sie Angst vor ein paar Söten. Wenn ich Level 60 bin, dann mache ich eine Mega-Kriegstrupp mit Gilde, die motiviert sind. Alle Motivierten dürfen dann in meine Gilde gehen. Oder meinen Clan hier. Und dann greifen wir an und dann können die Handen halt mitmachen. Aber so geht's einfach nicht. Wenn niemand mal. Wenn ich sagen, wir wollen angreifen, dann kommt niemand und so. Es ist einfach nur. Etwas, das halt einfach ein No-Go ist in so einem Spiel. Es ist klar, das Spiel ist halt schon alt und die Motivation sinkt halt bei den meisten, aber wenn man jetzt nichts macht, ist es ja auch nicht besser, oder? Ihr macht ja einfach ja auch nicht einfach nichts, wenn ihr ein Game gerne habt, aber es langweilig ist, oder? Und wenn ihr es gern habt, dann spielt ihr es ja auch. Wenn ihr es nicht gern habt, spielt es nicht. Also wir spielen dann die Level 60er hier, aber machen nichts. Sie tun sich eigentlich ihr eigenes Grab schaufeln oder ihr eigenes, wie soll man sagen, sie machen die Motivation im Spiel einfach kaputt. Okay, die Animation ist ein bisschen kaputt. Wo gehst du hin? Okay, gehen wir zurück. Die Animation ist sehr kaputt. das sage ich jetzt nicht dazu. Ja, dann leveln wir halt. Leveln wir. Okay, haben leider nicht nur noch 5 Minuten Zeit, aber das könnten wir eigentlich noch nutzen. Lass Heil Skillung. Oder wegen XP. So. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Erfahrung man bekommt, wenn man nur heilt, aber ich bin ja genug stark. Aha. Ah, also. Ja, dann machen wir das nächste Level, nächste Aufnahme. Oh, ich habe nicht mal ein Ding bekommen. Ich
will mal kurz schauen. Hier sind alles noch violette. Ich will mal kurz hier hochschauen. Was für ein Level hat der Ork Captain? Glaube ich 50 oder so. Da ist der Ork Captain. Der hat ganz die gleiche Textur. Ein Pinienwald, ich weiß jetzt nicht. Wo du willst. Er weiß wahrscheinlich besser, dann lasse ich ihm diese Ding. Bei Pinienwald war ich jetzt eigentlich noch nie. Ich bin jetzt einfach mal hier. Wenn er Rebe will, dann können wir Rebe gehen. So, greifen wir die an. So. Also sie gehen auch alleine nicht recht gut, aber dann muss man natürlich immer wieder. Heilen. Das regt halt auf. Aber sie sind gar nicht mal mehr so schwer. Wir warten jetzt einfach mal drauf. Ja, ist er schon im Internet. Wahrscheinlich hat er sich umgebracht. So. Pinienwald ist wahrscheinlich in Alisius. Irgendwo. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Wo. So, wir heilen uns. Und schauen mal, wo er entlang geht. Okay, wir gehen jetzt aufs Reittier und folgen ihm. So, komm. Ja, Reittier. Ich weiß es, dass du schläfst. Lass mich jetzt aufs Pferd, auf den Panther. Da, 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 da. Schau. Map. Damit er weiß, wo er mich findet. So. Vergiss das immer. So. Dann gehen wir gleich mal dorthin. Also, zeig mir mal, wo... Na, wo bist du? Da links. So, Termin ist abgelaufen. Ja, komm jetzt.
Da ist er. Ja, Dirk. Abrissing. Okay. Ein Clan kommt mir bekannt vor, aber ich weiß jetzt nicht genau, von wem der Clan ist. Also. Also, machen wir ein bisschen eine längere Folge. Oder ich kann jetzt hier beenden und mache dann noch eine extra Folge. Ja, genau. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann eben geht's ans Leveln. Ja, also, Dankeschön. Tschüss.